Jo, hallo im 10. Teil. In dem Teil wollte ich mich auch nochmal mit dem Grafen der Anzeige nochmal beschäftigen, weil mir fehlten noch dafür die Zahlen an der Y-Achse. Also, dass man so eine Idee kriegt, was sehe ich denn da? Was ist ganz unten, was ist ganz oben? Und wo ungefähr ist die Kurve gerade? Und das geht. Das geht auch ganz gut, wenn man es verstanden hat. Ich habe mich da so ein bisschen schwer getan. Und das ist in der Funktion Animate Monitor zu finden. Verblüffenderweise. Und ich habe immer ausprobiert, Vertical Scale. Wenn das zu groß ist oder zu klein, dann ist die Kurve halt entweder sehr flach oder sie wird nur zur Hälfte dargestellt, der Rest wird oben abgeschnitten an der oberen, am oberen Rand dieses Panels. Und dafür ist Vertical Scale wirklich ganz gut, wenn man weiß, was der maximale Wert ist, also so Minimal-Maximalwert. Und wie man das macht, habe ich schon mal was vorbereitet. Ich mache den ersten auch mal einen Kommentar. Die Idee ist, dass ich Werte hier von Schlangenlänge, wollen wir die Schlangenlänge beobachten, vielleicht von 0 bis 50 Leute vorm Imbiss halten sie noch aus, sonst drehen sie direkt ab. Das war ja genau dafür da. Und jetzt ist hier nicht mehr 5, sondern 300, das ist nämlich die Höhe. Die Höhe dieses Graphen. Und dann geteilt durch 50, ja, dann kommt 6 raus, also der Skalenfaktor, so dass von unten 0 bis oben 50 dargestellt wird, ist eben genau 6. Das meinen die damit. Ist auch nochmal hier beschrieben. Screen Coordinates. Also standardmäßig sind diese Graphen, werden die in Screen Coordinates berechnet. Also wo kommt denn so ein Messwertpunkt hin, als Screen Coordinates, ich übersetze das mal als Pixelhöhe oder Pixelweite, je nachdem, wo man möchte. Und Screen Coordinates ist standardmäßig eingeschaltet. Und dann werden die Werte halt nach Offset Plus, wo haben wir es? Da zum Beispiel Vertical Scale. Also jeder Pixel wird gesetzt mit seinem Wert. Also wenn ich jetzt einen Wert von 35, Y-Wert von 35 habe, dann gibt es noch so ein Offset, das ist bei mir 0, standardmäßig 0, da Default 0. Und dann wird halt das der Messwert mit dem Skalenwert nochmal mal genommen. Bei uns jetzt 6. Horizontal, da passiert sich noch was. Da passiert sich noch was, schönes Deutsch. Weil die horizontale Achse, die wandert ja durch unter Umständen. Dann gibt es noch, das ist auch wichtig, Vertical Map. Oder Map. Das bildet die Werte, die man hat, so die man auf der Y-Achse darstellen möchte. Die Labels quasi. Die verteilt das auf die Höhe von dem Graphen oder von dem Panel von dem Graphen. Wenn man nichts sagt, dann wird Float genommen. Also Vertical Map ist eine Funktion, ein Funktionsname. Und da kommt halt ein Label rein. Das ist das hier, Labels, Iterable. Da hat man ja, ein Tupel oder eine Liste. Und da kann man die darzustellenden Label für die Achse dann ja, reinpacken. Und die gehen rein nach durch, von links nach rechts sozusagen, vom Index 0 bis Index n-1. Die werden von unten nach oben im Graphen dargestellt. Und man kann mit dieser Vertical Map Funktion noch vorgeben, wie die verteilt werden sollen. Also standardmäßig, wie gesagt, hier ist Float. Float ist ja diese Funktion, so ein Typ-Konverter. Man könnte sich aber auch vorstellen, dann eine logarithmische Achse zu machen. Dann wird man hier L log irgendwas, log 2 oder log 10, je nachdem, was man braucht. Dann hat man das auch gleich abgefrühstückt. Ich habe jetzt mal Float gelassen, also ich nehme die 1 zu 1, die Labels, die ich in so einem Array untergebracht habe. Also hier Vertical Map Float, ich habe es, damit ich es nicht vergesse, nochmal hingeschrieben. Die Labels selber, das sind bei mir einfach Integerzahlen von 0 bis Schlangenlänge, also bis 50, deswegen plus 1. Und in 10er Schritten, also kommen hier die Zahlen 0, 10, 20 bis 50. Ich
kann auch sagen, wie die das Label wie die orientiert sein sollen, rechtsbündig, linksbündig. Das ist jetzt hier auf East. Farbe von den Labels ist Green. Und im Grunde war es das schon. Schauen wir mal, was passiert. Da haben wir es jetzt. Die Labels gehen jetzt von 0 bis 50, passen genau da rein. Skalenfaktor genau 6. Und man kann jetzt viel schöner natürlich sehen, wo man gerade so rumflitzt. Also hier ja, in Spitzen mal 10 so. Obwohl 50 ja maximal möglich wäre. Aber der Imbiss fluppt, also die Leute kommen und gehen. Wir sehen hier unten viel Rot. Also viele gehen. Und zwar gehen die nicht, weil sie ihr Essen haben, sondern weil sie keine Lust mehr zu warten haben. Ich kann das, diese Y-Achse auch mit Labeln versehen. Natürlich für den anderen Monitor, den selbstgebauten. Die Schlangenabbrecher, da habe ich aber noch ein Problem. Ich kann das mal auskommentieren. Auch hier habe ich wieder die gleiche Höhe genommen, 300. Mal gucken, vielleicht finde ich das noch. Im Grunde ist es das gleiche. Ne? Maximal können in der Warteschlange ja nur 50 Leute sein. Weil danach wird abgebrochen. Deswegen habe ich hier das gleiche, die gleiche Y-Beschriftung. Aber da passiert etwas mir noch nicht so ganz Verständliches. Da kommen diese Linien. Und die sind abhängig auch, also der Abstand von den Linien ist natürlich 10. Also so viel wie ich Intervalle habe. Fängt hier unten an. Also das habe ich noch nicht so ganz verstanden, wieso das so ist. Ein bisschen ärgerlich. Gibt mit Sicherheit eine einfache Lösung. Bin ich von überzeugt. Aber so kann man auch hier diesen Monitor beschriften. Ist halt, wenn man es verstanden hat, recht einfach. Geht von einfach bis kompliziert. Ja. Ja. Ich mache unten mal die Kurve ein bisschen krasser. Sagen wir, die warten viel länger jetzt, bevor sie die Warteschlange verlassen. Dann sollten ja die Schlangenlänge außen länger werden, weil die kommen gar nicht erst rein in den Imbiss. Und so ist es dann auch. Ja. Das war heute mal wieder der dritte Teil, wo ich mich jetzt mit dieser Darstellung hier beschäftige. Aber die ist ja auch nicht unwichtig, wenn man etwas simuliert. Bilder sagen mehr als 1000 Worte, hat Oma mal gesagt. Finde ich aber auch, gibt eventuell nochmal zusätzliche Einsichten, ganz gut. Und es ist ja wirklich erstaunlich schnell gemacht. Man kann sicherlich, vielleicht kümmere ich mich da auch mal um, komplexere Dinge noch mit Matplotlib machen oder Seaborn, Korrelationen und dergleichen. Aber erstmal hat man ziemlich schnell ein Ergebnis, das finde ich cool. Dankeschön, ne? Bis demnächst. Ne? Habt einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.